Der FC Liverpool hat ein auf Twitter kursierendes Video, das Reds Superstar Mohamed Salah dabei zeigt, wie er am Steuer seines Autos sein Handy benutzt, der Polizei gemeldet. Das gab der englische Spitzenklub am Montag in einem Statement bekannt. Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Das Video wurde vermutlich am Sonntag nach Liverpools 4:0-Sieg gegen West Ham aufgenommen und zeigt den Ägypter dabei, wie er auf seinem Mobiltelefon herumtippt, während er am Steuer sitzt. Fans stehen um sein Auto herum, die Salah jedoch nicht weiter beachtet und schließlich weiterfährt. Liverpool's Striker Mo Salah has been referred to the police by his club after he was apparently filmed using a mobile phone at the wheel of his car. pic.twitter.com/xo011/bbc-nordwest@bbcnbt13. August 2018 Liverpool und Salah werden Video nicht weiter kommentieren. Der FC Liverpool äußerte sich wie folgt dazu, nach einem Gespräch mit dem Spieler hat der Club die Polizei auf das Video und die Umstände, unter denen es entstand, aufmerksam gemacht. Alles Weitere werden wir intern mit dem Spieler klären. Weder der Club noch der Spieler werden weitere öffentliche Kommentare zu der Sache abgeben. Salah hatte beim 4:0 über West Ham in der 19. Minute den Toreigen für das Team von Trainer Jürgen Klopp eröffnet. Liverpool avancierte mit dem klaren Erfolg zum ersten Tabellenführer der neuen Premier League-Saison. Mehr zu Mohamed Salah und Liverpool.